Hallo zusammen, hier ist Pavel gerade aus Barcelona und wir haben jetzt nicht gerade ein tolles Wetter, um Sightseeing zu machen, aber das macht nichts. In Barcelona gibt es sehr viele Museen, wie überall auf der Welt, aber in Barcelona ist die Konzentration an Museen besonders hoch und deshalb habe ich gedacht, bei so einem ziemlich grauen Wetter die Stadt fotografieren macht keinen großen Spaß, deshalb gehe ich ins Museum. Und im Museum kann man natürlich fotografieren, wenn man das darf. Also ich war jetzt gerade in Miró Foundation. In Miró Foundation darf man nicht fotografieren, obwohl ich habe gesehen, einige Leute haben da heimlich fotografiert. Ist ihnen auch gegönnt, aber ich habe meine Kamera einfach abgegeben in wertvoll Fach und die hat dann praktisch auf mich gewartet. Aber jetzt gehe ich in Nationalmuseum Katalanische Art, ist gerade hinter mir. Das ist ein sehr großes Museum und ich freue mich riesig drauf. Und dort werde ich fotografieren. Ich habe schon gesehen, man darf fotografieren. Und ja, es ist immer die Frage, wie fotografieren wir am besten im Museum? Ich habe jetzt mit im Urlaub mein Standard-Zoom-Objektiv. Also das ist jetzt 24-70 2,8er. Das ist ein ziemlich lichtstarkes Objektiv. Und für Fotografie in Innenräumen ist das wirklich ganz gut, weil wir haben in Museen nicht sehr gute Lichtverhältnisse. Deshalb, ich habe schon Erfahrung gemacht, in solchen Räumen zu fotografieren. Ich setze dann die ISO ziemlich hoch, aber nicht so hoch, dass es rauscht. Also sagen wir, 400 bis 1200 ist eine ziemlich gute ISO-Zahl fürs Museum. Und was die Einstellung der Blende angeht, also da müssen wir natürlich variieren. Ich habe jetzt zum Beispiel Blendenvorwahl eingestellt und werde versuchen, bei der Blende 4 zu arbeiten, wenn ich zum Beispiel die Gemälde fotografiere. Wenn ich Skulpturen fotografiere, dann brauche ich natürlich eine etwas kleinere Blende, aber dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir zu lange Verschlusszeit haben. Meine Erfahrung ist also frei aus der Hand, kann ich bei 1/30 sogar verwacklungsfreie Bilder machen. Das ist jetzt aber nicht für alle vielleicht der Fall. Also ich würde sagen, 1/16, 1/18 oder 1/100, das sind jetzt die Verschlusszeiten, die für jeden Mann gut sind. Und bei diesen Verschlusszeiten können wir sehr gut fotografieren. Und ISO, wie gesagt, also man kann bis 800.000, nee, nicht 800.000, Quatsch, bis ISO 800 oder bis ISO 1000 hochgehen, das ist dann kein Problem. Also bei den Kameras, die ich jetzt gerade habe, also das jetzt EOS 5D Mark II, also da haben wir zwar schon das Rauschen, aber das Rauschen können wir dann wegmachen in Lightroom oder in Photoshop Kamera RAW. Ich werde auf jeden Fall in RAW fotografieren, das ist extrem wichtig, weil JPEGs, ihr wisst schon, also mit JPEGs können wir nicht viel aus dem Bild rausholen, obwohl die JPEGs heutzutage auch nicht schlecht sind. Und was die Belichtungsmessung angeht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gemälde fotografiere, dann werde ich Mehrfeldmessung verwenden. Und wenn ich eine Skulptur fotografiere, zum Beispiel eine dunkle Skulptur vor dem hellen Hintergrund, dann werde ich Spotmessung verwenden. Da haben wir die optimalen Ergebnisse. Und ja, also wie gesagt, Blende bei Gemälde reicht 4, bei Skulptur würde ich 5,6, 7,1 nehmen. Aber da müssen wir natürlich achten, dass wir mit ISO entsprechend mitgehen. Okay, und wenn ihr ein Objektiv habt mit dem Bildstabilisator, also ich habe jetzt gerade 24-70, das ist die Erstausgabe von 24-70. Also der hat noch keinen Bildstabilisator, die neue Ausgabe hat einen Bildstabilisator, kostet natürlich gleich viel mehr, ja, aber Bildstabilisator ist in solchen Fällen natürlich viel besser. Okay, also das ist jetzt alles zum Thema Museumsfotografie. Ach so, Weißabgleich. Weißabgleich mach ich immer auf automatisch, weil wir haben immer gemischte Lichtverhältnisse im Museum. Mal ist das Kunstlicht, mal kommt ein bisschen Licht aus dem Fenster. Und das ist immer sehr kompliziert, was Lichtverhältnisse angeht. Deshalb würde ich auf Automatik nehmen und dann sind wir absolut auf der sicheren Seite. Okay, ich gehe jetzt rein. Und wenn ihr in Museen geht, dann wisst ihr Bescheid, wie ihr fotografieren könnt und solltet auch. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und immer gute Bilder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt ein Blick auf einige Fotos, die ich im Museum gemacht habe.
Ihr seht, also die Metadaten sehen so aus, wie ich das fast versprochen habe. Also wir haben jetzt hier ISO 1000, automatischer Weißabgleich. Das wird natürlich nicht bei allen Fotos so sein, aber erstmal automatischer Weißabgleich. Dann haben wir Mehrfeldmessung und was sehen wir? Blende, bei Blendevorwahl haben wir 4, Verschlusszeit 1/30. Das hat gut funktioniert. Bei anderen Bildern sehen wir auch, also bei einer Plastik, also praktisch ein dreidimensionales Objekt, habe ich jetzt Blende 5,6 und ich kam auf die Verschlusszeit von 1/50. Und hier haben wir auch ISO 1000, also das passt alles jetzt sehr gut. Und jetzt möchte ich kurz einen Unterschied zeigen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Mehrfeldmessung gemacht, 1/20 der Sekunde, und dann habe ich auf Spotmessung umgeschaltet und dann sieht das gleich so aus. Also wir haben hier Spotmessung und ich habe genau hier gemessen, aber dieser Bereich sieht sehr gut ausgeleuchtet aus, aber der Rest natürlich nicht. Dafür haben wir aber eine ziemlich kurze Verschlusszeit. Also das ist immer so ein Kompromiss, was wir brauchen und ja, zu dem, was wir verschlusszeitmäßig hinkriegen können. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Oft lohnt es sich auch mit Belichtungskorrekturen zu arbeiten, zum Beispiel hier. Ich habe jetzt hier die Mehrfeldmessung genommen und habe gleich die Belichtungskorrektur von -2/3 genommen, sodass wir das Bild optimal ausbelichtet haben. Hier ist das auch mit Belichtungskorrektur. Bei den Gemälden würde ich sowieso euch empfehlen, also macht einfach Belichtungskorrektur nach unten, weil die Gemälde sind meistens ziemlich dunkel und die Kamera versucht, diese Lichtverhältnisse irgendwie auszugleichen, damit wir ja etwas helleres Bild bekommen. Das ist aber nicht immer erwünscht, speziell bei solchen Gemälden. Gemälde soll lieber etwas dunkler bleiben. Und dann habe ich hier noch ein paar Aufnahmen. Also hier ist auch Blende 5, hier Blende 4. Gut, das habe ich jetzt aus Versehen gemacht. Also sollte eigentlich eine etwas kleinere Blende sein, aber ist egal. Auf jeden Fall bei Gemälden kleinere Blendezahl, also etwas größere Blendenöffnung, und bei dreidimensionalen Objekten kleinere Blendenöffnung. So, jetzt würde ich ganz kurz zeigen, wie wir das Bild entrauschen. So, und wir haben jetzt das Bild hier. So sieht das jetzt aus und ich vergrößere die Ansicht auf 100%. Und schaut bitte, der kleine putzige Junge, der auf dem Schädel steht, das ist so eine skurrile Geschichte, gefällt mir. Also der sieht ziemlich verrauscht aus, aber wir können uns helfen, und zwar hier in der Palette Details können wir erstmal das Bild leicht nachschärfen. Also ich würde hier fast bis zu 70 gehen und Detail bis zu 40 erhöhen. So, das Bild ist jetzt nachgeschärft, aber Rauschen ist fast unerträglich, sagen wir so. ISO 1000, das ist auch kein Wunder. Deshalb erster Schritt auf jeden Fall maskieren, also bei gedrückter Taste die Maskierungswerte erhöhen auf ungefähr 70, sodass wir nur die Kanten nachschärfen. Die Flächen, wie zum Beispiel hier, ich wollte schon sagen Haut, wie dieses Porzellanstoff, also das würde ich einfach so lassen. Und wir haben jetzt praktisch nur die Kanten nachgeschärft. Also das können wir jetzt nochmal schauen. Vorher, nachher, so sieht das jetzt aus. Ja. Und ich würde hier auf jeden Fall Luminanz auf ungefähr 15 bis 20 setzen. Also 20 wäre schon ein bisschen too much. Also da hätten wir schon das Bild etwas ja, wie nachgemalt gemacht. Das wollen wir natürlich nicht. Also bei ungefähr 15 reicht es auf jeden Fall. Und ich würde jetzt bei diesem Schärfe- und Rauschverhältnis einfach so lassen. Und dann noch ein ganz kurzer Tipp. Wenn ich jetzt zum Beispiel Weißabgleich hier korrigieren möchte, dann kann ich das so machen. Ich gehe jetzt entweder zu Kunstlicht, dann wird es auf jeden Fall gleich besser. Wir haben schon etwas bessere Lichtverhältnisse, etwas bessere Farbverhältnisse. Oder wir klicken jetzt einfach, also ich gehe jetzt erstmal auf die Option wie Aufnahme, und dann klicke ich mit dem automatischen Weißabgleichwerkzeug einfach hier auf diese Fläche, das ist die Wand, die Wände sind meistens weiß, zack, haben wir das Gleiche. Naja, und das andere, also Rest, können wir hier noch sagen, okay, wir machen hier noch ein bisschen heller, Tiefen aufhellen, ein bisschen mehr Klarheit, und dann ist das schon alles wunderbar. Gut, also im Rohkonverter wollte ich praktisch nur diese Geschichte zeigen, also Verhältnis vom
Rauschen und der Schärfe. Wir haben das jetzt wunderbar hingekriegt und mehr in dieser Hinsicht würde ich bei dem Bild auch nicht machen.